So schaut Luftakrobatik aus. Das ist Vanessa Pansy. Meter hoch schwingt sie da über der Landschaft und über dem Boden. Und manchmal ist sie auch in Tüchern eingewickelt. Sie ist weltweit mit ihrem Sport aktiv, macht weltweit Ausbildungen. Und heute schauen wir ihr mal über die Schulter. Was bei Vanessa Pansy kinderleicht aussieht, ist langes Training und hatte auch Schwierigkeiten im Gepäck. Dass sie mir fast alles selber beibringen musste, weil es da in der Umgebung keine vernünftigen Trainer für das gibt. Inzwischen begeistert Pansy nicht nur bei Auftritten, auch auf Social Media hat sie rund 16.000 Follower. Ich glaube, das ist einfach, weil ich nur noch durch die Welt laufe und schaue, wo ich mein Tuch oder meinen Ring aufhängen kann. Und ich liebe es einfach, die Sachen an verrückten Orten aufzuhängen. Und ich denke, dass das gut ankommt. Viele ihrer Fans wollen wissen, wie man so etwas lernen kann. Pansy ergriff die Chance und gründete ihre eigene Luftakrobatikschule. Weil es in Vorarlberg keine geeignete Location gibt, weicht sie auf Liechtenstein aus. Und weil laut Vanessa jeder Luftakrobatiker lernen kann, besuche ich kurzerhand einen ihrer Kurse. Auf was kann ich mich laut ihr einstellen? Am Anfang kommt es oft vor, dass dann die Finger gleich müde sind oder man Unterarmkrämpfe kriegt. Und überhaupt, glaube ich, die größte Herausforderung für Beginner ist es mal, einfach mal auf zum Klettern. Leicht wie eine Feder. Ich fühle mich hier eher wie ein Elefant im Porzellanladen. Auch das Wickeln an den Beinen ist nicht gerade angenehm und kompliziert. Da stellen sich die anderen deutlich besser an. Sie trainieren aber natürlich auch schon länger und lieben den Sport. Es ist ein außergewöhnlicher Sport. Man schafft mit dem eigenen Körper und lernt auch seine eigenen Ängste zum Überwinden. Also am Anfang, wo ich begonnen habe damit, da war natürlich schon der Respekt vor der Höhe. Der Respekt, der bleibt auch immer da. Aber wenn man es dann einmal gemacht hat, wenn man einmal die Luft geschnuppert hat da oben, dann macht es einfach Spaß. Eines ist klar, so federleicht, wie das Ganze aussieht, ist es nicht. Solche Kunststücke, wie Vanessa sie auf Instagram macht, erfordern jahrelange Knochenarbeit. Und bei mir wohl noch den ein oder anderen Sturz.